Ich bin's, der Blutrauschtäter, der fiebrig Schöne, der zu Tode liebt. Ich bin's, der Seelenfänger, der schmerzlich Gnadenvolle. Gut, dass es mich gibt. Ich bin's, der Endzeitträumer, der blendend weiße Knochenrunen trägt. Ich bin's. Ich bin's, der Herzensbrecher, der quälend scharf die Schicksalstrommel schlägt. Ich bin's, der Muschelsucher, der zärtlich sanft die Dämmerung durchbricht. Ich bin's, der Wunderheiler, doch meine eigenen Wunden, eigenen Wunder heil ich nicht. Ich bin's, der Schattenjäger, mein bittersüßes Lächeln weinen macht. Ich bin's, der Speichellecker, das Lüstern androgyne Dichterkind der Nacht. Ich bin's. Ich bin's. Der Blick auf dieses Bild präsentiert für mich als ersten Gedanken den sogenannten Lebensweg. Warum? Nun, ich erkenne hier einen Weg, einen schmalen Weg, der sich hier im Nebel verliert. An und für sich ist das eine Situation, die wir alle aus unserem Leben kennen. Wir wissen nie, was morgen ist. Und unser Leben ist natürlich auch immer von Überraschungen gekennzeichnet. Und die symbolisieren sich für mich in diesen herab, von der Decke herabhängenden Zapfen, die also quasi Hindernisse darstellen können, die wir umgehen müssen, oder allerdings wir laufen an. Aber auf alle Fälle ist es, glaube ich, das, was man in dem Bild sehen kann, die Unklarheit, die uns im Morgen erwartet. Ganz Berlin. Bestellt oder besucht ein Lokal, nutzt uns die Jukebox, wirft den Coin ein und stimmt mit Louis Prima an. Just a shit. And just a gigolo, and everywhere I go, deep below the fire and glare. Paper events, selling his romance. Ich heiße René Rupnik und bin altersmäßig ungefähr 50. Ich wohne jetzt bei meiner Mutter. Früher war ich jahrelang Mittelschulprofessor für Physik, Mathematik und Chemie. Aber da mich das Unterrichten so sehr geärgert hat, habe ich mich zurückgezogen und ich studiere jetzt wieder mehr die Wissenschaften und vor allem auch die Kunst. Hier die Fülle der Farbe Rot. Die Farbe Rot mit all ihrer Ausstrahlungskraft und Macht. Links oben eine kleine Explosion. Und wie ein Schlitz dieser Blitz. Also, was die Gefälligkeit anbetrifft, gehe ich mit Ihnen konform. Für mich ist aber Staudacher aus einem anderen Grund noch interessanter. Und zwar deswegen, weil er hier, ich möchte sagen, erkenntnistheoretisch arbeitet, ohne es vielleicht zu wissen. Es werden hier die Zeichen, semiotisch jetzt, sagen wir verstanden, die Zeichen in Form von Schriften, Buchstaben, Symbolen und so weiter, an diesem Bild ist ja weniger Schrift, an anderen schreibt er mehr, werden verquickt mit einer angedeuteten, zumindest angedeuteten Realität.
Und diese Zweischichtigkeit, mit der wir im Leben stehen, einerseits sprachlich, gedanklich und andererseits der Wirklichkeit gegenüber, die kommt für mich in den meisten oder eigentlich in allen seinen Bildern sehr stark zum Ausdruck und regt mich diesbezüglich erkenntnistheoretisch geradezu an. In der Mitte nehme ich an, es ist eine Kirche. In Bildmitte. Und daneben, ein Stück weiter hinüber, links hinüber, ist ein Vogel. Und Ich glaube, den Vogel hast du, weil ich sehe keinen Vogel. Na, ich schon. Und oben, von einer Kirche ist überhaupt nichts zum Sehen. Na, ich nehme das an. Ist Punkte, Punkte, Striche, Striche, nicht einmal ein Mondgesicht. Das ist ein verheerendes Bild. Und oben dort dürfte auch ein Vogel sitzen. Den größten Vogel hat ja Maler gehabt. Weil sowas ist doch keine Arbeit, nein. So was sehe ich. Und weiter sehe ich eigentlich nichts mehr, nichts mehr, was er entnehmen könnte. Die kann nicht einmal das entnehmen. Oh ja, das ist schon. Das ist doch ein verheerendes Bild. Und sie überall solche Bilder hätten in die Ausstellungen, höre ich auf, als Kunstliebhaber zu sein. Weil das ist, hat mit Kunst nichts mehr zu tun. Gelb. Blau, braun, rot, nicht im Bild, grau, im Wirrwarr der Sinnenwelt, in dieser Überlastung der Industriegesellschaft, eine Hommage an Meister Mondrian. Dieses Bild stellt sofort erkennbar einen erigierten männlichen Penis dar, der praktisch vom Körper des Mannes praktisch in Schussstellung absteht. Und dabei kommt man gleich der Vergleich des männlichen Penis mit einer kleinen Kanone. Besonders also diese Kanonen aus den früheren Jahrhunderten, aus den 18. Jahrhunderten, haben eine derartige Ähnlichkeit mit einem erigierten männlichen Glied. Zum Beispiel die Hoden entsprechen in diesem Vergleich sehr schön den alten Kanonenrädern. Der Penis schafft also dem Kanonenrohr und sogar diese Verdickung, also die größere, dickere Eichel des Penis entspricht genau der Kanonenmündung, die auch etwas verdickt ist. Also diese Ähnlichkeit ist sehr vielsagend. Sie beeinflusst auch wesentlich das Denken und das Fühlen des Mannes in seinem ganzen inneren Wesen. Wie schon Sigmund Freud erkannt hat, dass die Geschlechtsorgane und die Geschlechtlichkeit den Menschen sehr stark beeinflussen, kann man sagen, dass diese Kanonenähnlichkeit des Penises den Mann zu einem Krieger sozusagen schon definiert oder prädestiniert, sodass der Mann eigentlich also mit seiner Penistätigkeit auch schießt. Aber natürlich geht dann diese Schussbereitschaft und diese kriegerische Art auch in sein anderes Leben über, in sein anderes Reagieren, sodass seine gesamte Einstellung und sein gesamtes Agieren gegenüber den Mitmenschen eben die Kriegers ist. Aber Omen, ganz oben rechts, ja, ist, das dürfte ein Affel sein, nicht der. Ein Vogel, wie ich geglaubt habe. Das ist weder ein Affel noch ein Vogel. Wo hast du Hände? Wo hast du Füße? Wo hast du einen Schell? Er sitzt verkehrt. Okay. Du sitzt da bei manchen Sachen verkehrt.
da finde ich nichts an dem Bild. Das ist eine Katastrophe. Sowas zu machen ist die breite Masse des Volkes als dumm zu verkaufen, die sich sowas gingen anschauen und dafür noch für einen Eintritt auf den Ausstellungen für sowas zahlen sollen. Wir haben dann eine eher wärmere Zone im Zentrum des Bildes, aber auch dieses Wärmere durch diesen bräunlichen Ton ist also durch den eher großzügigen Malstrich, durch die großzügige Geste des Malers mit viel Farbe, sehr dünnflüssiger Farbe, rinnt dieses Bild. Das heißt, es durchzieht für mich dieses Warme, doch also auch die ganze Stadt. Und rundherum sehen wir in den Farben Rot und Gelb, sehr feurigen, sehr warmen Farben, wie eben eine Dynamik über diese Stadt sozusagen hinwegwirbelt und die ganze Stadt erfasst. Dieses Werk trägt den bezeichneten Namen Seelenmacht. Bei der Betrachtung des Bildes fällt mir auf, dass ich im Zentrum den Menschen erkennen kann, der im Kontakt mit seiner Umwelt steht. Symbol dafür sind die unterschiedlich gefärbten Balken, die in ihrer Stärke mehr oder weniger intensive Kommunikationsmöglichkeiten, Bindungen, Emotionen symbolisieren. Es gibt natürlich Bilder, da braucht man keinen Titel. Wenn ich ein Aktbild sehe, dann brauche ich keinen Titel dazu, um zu wissen, was hier gemeint ist und was hier dargestellt werden soll. Aber wenn ich ein Quadrat zum Beispiel sehe, dann brauche ich auch keinen Titel, weil dann ist meiner Fantasie bezüglich der Geometrie und der regelmäßigen Formen ich möchte sagen, einen Freiraum geschaffen. Und es steht mir völlig frei, hier gewissermaßen mich zu adaptieren und mich anzupassen und meine Fantasie spielen zu lassen und mein ganzes geometrisches Weltbild hier, wenn ich dieses überhaupt habe, dann hier praktisch wirksam werden zu lassen. Das Grün schaut schön aus, aber man kann ja nichts erkennen, was das wirklich darstellen soll. Ganz links könnte man sagen, einen Kopf mit langen Haare, mit einem langen Hals und lange Haare. Aber das, was er oben zum Ausdruck bringen will, die Hakenkreuzfahnen und die Hakenkreuze, entweder ist der Mann noch von gestern behaftet, dass er effektiv von den Nazis deppert worden ist, oder noch immer sein braunes Gedankengut in Schell hat. Oder er hat auch etliches mitgemacht, dass er diese Zeit nicht vergessen kann. Aber jedenfalls kann er nicht ganz zimmerrein sein, wenn er solche Sachen macht. Diese Penisakkumulation, die im zentralen linken Teil des Bildes so dunkel vorherrscht und auf die untere Komposition, die also vaginal zentral ist, sozusagen herunterblickt und herunterdrückt, also im drohenden Akt so auf sie runterschaut und auf sie eindringt, stellt also in dem Bild eher, sagen wir, das Beherrschen, also das Überdecken und Eindringen des Mannes in die Frau, also das Dominieren des Vaters sozusagen auch in der Familie. Und das Kind, das dann rechts, also in Form dieses Embryos ist, das ist irgendwie da so ein bisschen seitlich abgedrängt. Es schaut vielleicht zu, wie der Vater die Mutter bedrängt, wie er sie sexuell also überwältigt. Das Kind schaut dann zu und es ist ja möglich, dass dann in ihm praktisch sich eine Art Ödipus-Komplex entwickelt, wenn er sieht, dass der Vater auf die Mutter so eindringt und in Art blutiger, scharfer Weise auf sie losgeht.
Diese bunte Figur, das Gelbe mit den blauen Augen. Es erinnert mich an Afrika, an die Maasai. Die großen Menschen haben auch große Augen. Hüpfen ganz schön hoch. Afrika. Das möchte ich auch mal sehen. Es ist auch eine bunte Welt für mich. Diese Menschen sind immer fröhlich, obwohl sie nichts zum Essen haben. Es gibt viel Leid und Krieg. In jedem Land gibt es Krieg. Ich verstehe das nicht. Wenn ich irgendwas tun könnte, ich würde Frieden schaffen. Den Hunger weggeben. Alles. Und wenn ich zum Beispiel hier vor diesem Bild Heldenplatz stehe, so frage ich mich, wo ist der Held, wo ist der Platz, wo ist der Heldenplatz, welche Assoziation soll ich treffen, um hier auf einen Konsens zu kommen? Und dann schaut die ganze Betrachtung eines solchen Bildes wesentlich anders aus, als wenn da kein Titel wäre. Wenn hier, wie gesagt, bei diesem Bild kein Titel wäre, wäre ich ziemlich machtlos. Diesem Werk hat der Künstler keinen Namen gegeben. Mir ist es aber trotzdem ein Bedürfnis, hier einen Titel zu finden. Ich würde sagen, es handelt sich hier um die Vernetzung der Wissenschaften. Wissenschaften sind für mich vor allem dadurch symbolisiert, dass sie klare, gerade Linien zeigen, geordnete Formen. Und dass eine Kommunikation der Wissenschaften einfach dadurch möglich ist, dass hier eine Vernetzung stattfindet, eine Vernetzung des Denkens. Da der Künstler dieses Werk auf einem Vorhang gestaltet hat, könnte ich mir vorstellen, dass das Beiseiteziehen des Vorhangs uns Geheimnisse eröffnet, die es für die Wissenschaften zu entdecken gilt. Ja, ich muss sagen, die rote Farbe ist mir zu grell. Ja? Und das linke oben schaut aus, als wie zwei Schenkeln von ihm. Ja, du meinst, dass es etwas dunkler gehen würde? Nein, heller, glaube ich. Mich stört das, die dunkle Farbe. Ja. Und links oben, also schaut aus, als wie von einem Menschen die Schenkeln auseinander. Findest du nicht auch? Also abscheulich finde ich es eigentlich. Mit etwas Fantasie, ja. Könnte man schon sagen. Und links das Gesicht von der Raupe, ist aber schon interessant, gell? Ja, das ist mit Augen, mit zwei Augen und einer Nase, wenn man genau hinschaut, hat das menschliche Antlitz verliehen dadurch. Aber, aber ich muss ehrlich sagen, ich würde mir es nicht kaufen. Ist wirklich abscheulich, gell? Aber was soll's? In unserer Wohnung passt es überhaupt nicht rein, weil es ist viel zu modern. Angst ist Mann, oder was? Mann ist Angst, Mann ist gleich Angst. Nein, du sagst es ja selbst so. Rundherum, das ganze Bieterfoster, im Prinzip die Frau. Ich sage nicht, dass Mann Angst ist. Ich sage, dass wir, die Geschlechter, Mann oder Frau, oder Mann und Frau, irgendwie voreinander, wir sind einander nicht so ganz geheuer. Du meinst die Beziehungsängste und so weiter? Ja, Beziehung oder auch, wir wollen miteinander, aber wir können nicht wirklich miteinander. Das schaut dir die Gesellschaft an. Das stimmt ja. Und er hat das wirklich toll, meiner Meinung nach, aufgelöst. Ja, trotzdem ist ein schlagendes Bild. Es ist erdrückend mit den vielen Rohtrainern, also... Wenn es zu Hause heißt, irgendwie, wenn du denkst, ununterbrochen das Rot siehst, irgendwann hängst du dann einmal auf. Brauche ich mal eine sehr, sehr große Wohnung. Weil nein, ich meine auch in Kleinformat, wenn es erlaubt ist, diese Unterdrückung von dem Mann. Für mich ist es eine reine Unterdrückung, die Frau unterdrückt den Mann. Ja, vielleicht hast du ein Problem mit Frauen, ich weiß es nicht. Nein, bestimmt keines, aber ich sehe eine Beziehung ein, wenn man das Bild sieht, sieht man genau, warum man keine feste Beziehung eingehen sollte. Das sehe ich genau, das sehe ich genau. Weil solange noch ein Geheimnis ist, dann ist noch was wert. So wie die Windbahnleben. Der Mann ist unterdrückt, der kann arbeiten, patscht die Frau, die liegt zu Hause, macht die Billenbau, bumm und so weiter und muss das Geld abgeben. Der Mann wird immer unterdrückt bei jeder Entscheidung. Er kann sich nicht entscheiden, weil rundherum nur die Frau ist und auf ihm eindrücken. Das ist die totale Schau, während Aussage, du jetzt geredet hast, habe ich mir das Bild noch näher angeschaut. Ja, und? Diese geöffneten Schenkel, darunter diese schwarze, rot übermalte, sieht aus
könnte ein Phallus-Symbol sein, hat, ist aber schon wieder schwarz, sprich, sagt Angst, drückt Angst aus. Ja, das und stimmt. Ist übermalt mit Rot, also mit Leben. Ja, und von wo kommt das Rot her? Von den Schenkeln der Frau. Und ist schon wieder die reine und die reine Unterdrückung. Ja, Frau ist Leben. Frau ist Leben. Und Frau Mann nicht? Gebär. Mann ja, ist nicht Frau. Leben? Ja, Mann ist auch Leben. Aber ach so, auch. Frau also ist in deinem Sinn doch die Frau. Die Frauen gebären doch. Ja. Und dadurch habt ihr ein Vorrecht. Ihr dürft ja dafür die Männer unterdrücken. Naja, und auch diese Mutterbrust da rechts, diese weißliche, dieses mütterliche, dieses milchige. Übrigens, die Frauen sind deshalb so weich im Körper, also besonders im Brustbereich und Schenkel und so, dieses Weiche, weil ja der Säugling ja auch dasselbe Fleisch hat, dieses Weiche, Empfindliche. Und da fühlt sich eben in dieser Umgebung noch so wohl, im Gegensatz zu der feindlichen Welt, also draußen ist eben dieses Heiße, diese Hitze und der Wind weht und manchmal ist es etwas zu kalt, aber oft ist es wieder zu heiß und zu trocken. Das greift die Haut des Kleinkindes sehr an und er leidet darunter. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als Kleinkind da irgendwelche lange Hosen anziehen musste, aus irgendeinem etwas gröberen Stoff und ich war körperlich völlig fertig, die ganze Haut hat mich gejuckt, ich wollte es am liebsten von mir rumreißen und ganz nackt irgendwo hineinkriechen in eine, zwischen die Beine und hinein in die Vagina, sozusagen als ein einziger Penis, da, damit ich rausgehe aus dieser eher kulturellen, chemischen, feindseligen Welt, die einen sowieso nur angreift. Das sind alles nur aggressive Stoffe, in denen man da jetzt in dieser Welt da herumlebt. Ich möchte eigentlich eine Beziehung haben, die habe ich jetzt auch, wo man sich versteht und man sich nicht jeden Tag trifft. Das ist fürchterlich. Ich könnte nie heiraten und jeden Tag denselben Menschen sehen, aufwachen, schlafen gehen. Das ist fad. Man lernt sich dann zu gut kennen. Es sollte immer jeden Tag etwas Neues sein. Wenn man sich also in der Woche zwei, dreimal trifft, ist okay. Man kennt diesen Menschen nicht genau, ist vielleicht auch kein Vorteil. Wenn man diesen Menschen nicht zu gut kennt, sind immer Überraschungen, negative, aber auch positive. Menschen ändern sich. Vielleicht zu rasch. Ich habe mich in letzter Zeit sehr schnell verändert wieder. Manchmal weiß ich auch nicht, was ich möchte. Rundherum sind die Frauen, die was ihm unterdrücken wollen. Und dadurch das Rote, Geburt, Rot und so weiter. Der Mann wird immer kleiner gemacht, so wie es in einer Ehe halt auch ist. Und das ist es. Ja, also da kann ich nicht wirklich mitreden mit Ehe und so auch ist, das weiß ich nicht. Also ich rede nicht danach. Aber unterdrückst du nicht zu Hause? Wir wollen doch über das Bild sprechen. Naja, ja. Mann, aber das ist die reine Unterdrückung. Du siehst immer das Große, alles immer Frau, Frau, Frau. In der Mitte des Kleinen siehst du Mann. Es ist dieses schwarze Männchen, stellt nicht, das ist Neotrum, das ist nicht Mann oder Frau. Das ist allgemein die Angst, dass wir nicht uns getrauen, nach unseren Empfindungen zu leben oder dass wir eben zwar wohllustig sind, aber es nicht wirklich ausleben. Der erste Satz war ja Wohllust, das war eigentlich der erste Ausdruck. Ich empfinde das, wenn ich das Bild anschaue. Also hast du pornografische Gedanken dabei? Nein, ich habe keine pornografischen Gedanken dabei, sondern ich denke, dass der Maler darstellen will, dass er das ewige Thema des Lebens darstellt mit diesem Aber das diesem alles, was groß ist, in dem Sinn siehst du als Frau. Alles, was klein ist, das ist der Mann. Das nein, bin also richtig. Die Zigarre ist ja gesagt. Wohl groß, die könnte auch ein Phallus-Symbol sein. Ja, da sind wir schon wieder. Da sind wir schon wieder. Wieso? Du siehst schon wieder Sex. Weil es ist ja ein Verarbeitungsprozess insofern vorhanden, als Fresser und Scheißer, das sind die beiden Endstufen oder Endstationen eines Verdauungstraktes, also eines Werdeganges. So ist das Leben und er projiziert hier einen biologischen Akt förmlich uns vor uns hin oder uns entgegen, um hier entsprechend, sagen wir, herausgefordert zu sein und nachzudenken über ja, das, was wir tun, das, was wir machen, das, was sich in uns abspielt, was in uns vorgeht, in unseren Köpfen vorgeht und so weiter. Also, es ist eine Art Spiegel, den er uns vorhält. Aber
Aber Freude hat man mit so einem Bild bei Gott keine. Weil in einem Zimmer kann man so etwas nicht hängen, höchstens in einem Vestibül, in einer großen Halle, weil es ja riesengroß ist, dieses Gemälde. Aber dort geht man höchstens vorbei und beachtet es nicht. Weil als Bild im üblichen Sinne, wo man sagt, da erfreut einen das Herz, wenn man sich das besichtigt, kann man das bei Gott nicht bezeichnen. Lack auf Leinwand, 1962, hier Markus Brahenski. Ein Kampf. Der Schlag, die Wucht. Mit zwei Pinseln. Der Todeskampf zweier Samurais in einer Person. Habe ich nicht recht? Als Kind lacht man immer. Ja, da ist man nie traurig. Da kennt man auch nichts Böses. Darum geht man vielleicht auch in den Zirkus. Ah ja, einen Luftballon habe ich immer bekommen. Zum Abschluss. Hat mir mein Papa immer gekauft. So einen bunten, großen Luftballon. War er ganz stolz und bin hinausgelaufen. Dann war er meistens kaputt, wenn ich nach Hause gekommen bin. Hat nicht viel Sinn gehabt. Die Zuckerwatte habe ich auch geliebt, ja. Süßigkeiten. Ich liebe Süßigkeiten. Man wird halt dick. So dick wie diese Frauen möchte ich nie werden. So unförmig. Gedanklich drängt sich einem sofort die Erkenntnis auf, dass die Frau als Geschlechtswesen masochistisch ist. Also die Frau wird irgendwie glücklich, wenn sie jetzt einmal etwas geschlagen wird, aber natürlich nicht stark, sondern nur so leicht weich, so auf den Popo eins draufkriegt. Da entwickeln sich also in ihr gewisse masochistische Triebe, die also mit dem Geschlechtsakt und mit der geschlechtlichen Tätigkeit ja praktisch vergleichbar sind, weil da wird sie ja auch praktisch gestochen und also hart behandelt. Dabei hat die Frau ein gewisses nervliches Glücksgefühl zumindest, auch wenn es sie wehtut. Also das steckt sie einfach weg, beziehungsweise wird doch zu einem eigenartigen Lustgefühl umfunktioniert. Meine Ehe war keine Folter, und wenn es eine gewesen wäre, dann ist das mein Problem, weil dann, ich kann mich ja lösen aus dieser Folter. Ich bin ja frei. Ja, also was geschieden und hast auch irgendwie eine Folter, kommst du jetzt nicht scheiden lassen. Ja, klar. Ja, also, aber war auch eine Folter irgendwo, wenn es Harmonie gewesen wäre. Ja, Folter ist viel, es ist eine psychische Folter, eine körperliche Folter, eben, eine geistige Folter. Ja. Folter. Also war vielleicht habe ich mich selbst gefoltert, weil ich eine Vorstellung hatte, die nicht eingehalten werden konnte von meinem Partner. Ist aber auch Folter. Dann folter ich mich und ihn wirklich, und ich sage aber, ja, du hast Schuld. Stimmt ja gar nicht, ich folter mich selbst, weil ich zu lange in dieser Beziehung vielleicht bleibe. Das ist ein Bild für die kommende Zeit, für die nächsten 100, 200 Jahre, vielleicht noch darüber hinaus, wie es vermutlich einmal aussehen wird. Das ist eine Gedankenwiedergabe, eine Vision des Bildes, wo man sagt, er sieht das, so der Maler, der Künstler, dass er sagt, hier sind die Menschen, die Körper des Menschen gefesselt, ans Ohr angebunden. Sie hören und nehmen das auf, können aber anscheinend das Aufgenommene nicht wieder verarbeiten, so wie es derzeit bei der Menschheit ist. Jeder Traum hat ein Ende. Jeder Schatten folgt dem Licht, jeder Tag geht zur Neige, nur unsere Liebe nicht. Denn es kam wie ein Märchen und drang ins Herz hinein. Sie scheint wie ein Wunder, unendlich zu sein. Jeder Weg, jede Straße hat
hat irgendwo sein Ziel. Jeder Strom strebt dem Meer zu und endet dort sein Spiel. Doch die Liebe, die du gibst, ist schöner als ein Traum, denn sie lebt bis ans Ende von Zeit und Raum. Von Zeit und Raum. Tod, Leben und alles, was damit verbunden ist, also Liebe und Freude und Trauer und Schmerz und Wohllust und was weiß ich, alles zusammen. Ja, warum sagst du Wohllust zum Schluss? Im Prinzip beginnt es eigentlich mit den Jugendsex, Ausschweifung, so wie es gehört. Jeder lebt sie aus. Du beginnst eigentlich mit Sex am Schluss und das irritiert mich beim Ganzen. Ja, du sollst ja nicht mich jetzt... Nein, ich höre zu, was du gesagt hast, ja, und ja. Das ist eigentlich... Schau, Frauen schenken und so weiter, reiner Sex, purer Sex, Exzesse, das ist das Leben eigentlich im Prinzip. Purer Sex ist das Leben? Ich würde eher sagen, Liebe ist das Leben und Liebe Nein. Hat mit Sex nichts zu tun. Es hat alles mit Sex, ist ein Leben, aber was ohne Sex, was man macht zum Beispiel mit Geld ohne Sex? Man hat zwar in dem Bild nicht die volle Liebe zum Ausdruck gebracht, aber man kann deutlich den weiblichen Torso erkennen. Man kann die Berührung durch die Hände sehen. Aber man kann nichts sehen, dass er irgendwie, wie es immer heißt, bei den Pfarrern in den Himmel fährt. Das ist nicht dargestellt. Er hat mit dem Bild etwas zum Ausdruck bringen wollen, dass man nachdenkt. Er kann ja nicht das Ganze so bringen, wie er es vielleicht immer gerne möchte. Das ist seine Version gewesen, das hat er ganz gut gebracht. Da könnte man sagen, es ist ganz gut künstlerisch gelungen. Er hat es gut proportioniert gebracht. Man kann schon sagen, irgendwie ist das der Liebesakt ganz gut. Das Rechte ist natürlich die typische Art. Er zeigt, was gibt mir das Leben, was ist es noch? Was ist dabei vergänglich, was bringt es mir überhaupt noch? Nichts mehr. Ein Leben kann man nur immer sagen. Es ist alles vergänglich. Man könnte sogar sagen, man erwartet auch den Tod. Also wenn ich ein Skelett sehe, abgebildet oder echt, indem bei einer Auslage vorbei, wo medizinische Bücher verkauft werden und da ist ein echtes Skelett, also auch zum Verkauf dort, das reißt mich immer. Und wenn ich nicht aufpasse und zufällig hinschaue, da bin ich nervlich wieder fertig für eine halbe Stunde. Ich versuche bei diesem Geschäft nach Möglichkeit irgendwie so vorbeizugehen, dass ich nicht hinsehe. Wir können ruhig und gelassen dem Tod entgegensehen, aber befreit möchte ich mich nicht fühlen. Ich möchte vom Leben nicht befreit sein, sondern mir persönlich gefällt das Leben, es bietet so viel. Ja, solange man halbwegs gesund ist, kann man zufrieden sein. Und es gibt unendlich viele Möglichkeiten und Arten zu leben und von dem möchte ich nicht befreit werden. Ich bin ja nicht im Leben in einem Gefängnis gewissermaßen oder aus dem ich mich befreien, aus dem ich befreit werden will, sondern das Leben ist ja was Wunderschönes und es endet irgendwann, aber deswegen ist das Leben trotzdem schön. Und schon in der Mitte lauert der Tod und macht sozusagen seine, also kündet sich schon an, nicht? Also das ist recht deprimierend und so. Daher schauen wir lieber auf die andere Seite.
Das sind dann die Frauen, die im entsprechenden Alter auch sind, sieht man ja auch ziemlich stark. Natürlich, man sieht, ich studiere Frauen sämtlicher Alter, aber natürlich mehr die Jüngeren. Aber diese Dame da, besonders der Unterleib dieser Dame, ist so richtig lasziv, der zieht mich irgendwie so an, besonders diese Hinterbacken, diese starken da, da könnte man so richtig hingreifen und diese anderen, die Oberschenkel und auch die unteren Schenkel mit den Schuhen, mit diesen weiblichen Schuhen, die eben das Weibliche betonen, das ist eben so dieses Laszive, schon eine etwas ältere Frau, aber gerade die Älteren sind auch lasziv und versuchen damit verschiedenen Accessoires und verschiedenen Beiwerke, wie eben diese weiblich gestylten Schuhe, eben offenbar eben sich noch irgendwie interessant zu machen in der Welt. Ne? Diese Frau ist sehr schön, das weibliche Gegenbild zu dem früher besprochenen Mann. Und solche Frauen gibt es auch massenweise. Und das erinnert mich auch so eben an eine Mutter, schon etwas älter gewordene Mutter, die halt mit ihren breiten Schenkeln und mit ihren breiten Becken so eine Art Höhle ist, in die man sich irgendwie hineinschieben möchte, wo sie natürlich eben beim Studium der verschiedenen Frauen in der Lobau ja theoretisch geistig ja auch noch immer wieder mache, aber natürlich nur theoretisch geistig, nicht? Du sagst, Liebe und Sex ist dasselbe. Das kann gar nicht sein, weil eine wirkliche Liebe, wie es zum Beispiel eine Mutter einem Kind entgegenbringt, oder Liebe zu, du kannst auch Liebe empfinden, weiß ich nicht, in der Natur, wenn du auf einer Wiese allein sitzt und schaust dir, weiß ich nicht, auf einen Sonnenuntergang oder irgendwie und kannst plötzlich ein ganz tolles Gefühl empfinden, das ist auch Liebe, das ist Liebe. Aber und das hat mit Sex wir reden ja von körperlicher Liebe. Wärst ja du vielleicht, ich nicht. Also du würdest mit einem Partner zusammenleben, der was da von der Biene Mai und du gehst mit ihm an einer Wiese und dann hast du einen Orgasmus? Nein, ich weiß ich nicht, vielleicht habe ich einen Orgasmus, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich, was du immer für einen Schwachsinn sagst. Wir reden von Sex, bitte. Du sprichst von Sex, du schaust das bitte, Bild an und sprichst von Sex. Du siehst, dass die Frauenschenkel ärm siehst. Und ja, sie gibt sich ihm hin und du redest von einer Wiesn. Ja, vielleicht hat das nur mit Fortpflanzung zu tun, vielleicht hat das mit Zeugung zu tun, mit Erneuerung zu tun. Der Tod. Voriges Jahr ist meine Katze gestorben. Meine Mutter hat mir schon ein paar Mal gesagt, also du, ich weiß nicht, mir geht es halt so schlecht, ich weiß nicht, du, wenn du vielleicht, wenn du dann nach Hause kommst, kann sein, dass du mich tot liegen siehst. Also das ist, und wenn man sich das da immer wieder, sagen wir so jetzt, anhört, also man versucht, diese Gedanken wegzuschieben. Also man denkt, also man will daran nicht mehr denken und man flieht raus aus der Wohnung, weg, dass man das nicht sieht und dass man damit nicht in der Nähe ist. Und dann gehe ich raus in die Lobau und schaue mir dann irgendwie junge Mädchen und junge Frauen ein junges Leben, damit ich eben an das nicht irgendwie und dass mich das nicht nervlich erdrückt und fertig macht. Ich möchte, das ist ja doch lächerlich. Ich möchte doch wissen, was du davon willst. Und die Schwere darf nicht im Zimmer sein. Du hast mich, ich kann heute keinen Menschen empfangen. Ich kann heute nichts machen, die Wohnung war so schön eingerichtet und der Vater hat sich für alles so bemüht und du machst diese Sachen jetzt. Nie hätte der Vater das gemacht, nie. Er hat so auf die Wohnung aufgepasst. Und hat diese Wohnung so geliebt, wie nur was. Und du machst solche Sachen. Ah.
Wir sind keine Kunstbanausen, im Gegenteil. Wir halten sehr viel von Kunst. Es soll aber auch Kunst sein. Und wir haben sehr, sehr gute Sachen, die was einen oft das Herz erfreuen. Eine bäuerliche Handarbeit aus Stroh. Ein sehr gutes Gemälde in Öl aus Ende des 18. Jahrhunderts, darstellend zwei Schwäne in der Au. Zwei wunderbare Wandteller, der obere aus den Jahren 1949 oder 50, darstellend die Feste von Jerusalem. Das untere ein altes Biedermeier-Bärchen, darstellend ein Jäger mit seiner Braut. Hier ein eher naives Gemälde. Es ist in Öl auch, wunderbare Arbeit, aber irgendwo in den Alpen. Wir haben hier noch sehr schöne Sachen. Ein typisch bäuerliches Bild, das, was man heute noch als wirkliche Kunst bezeichnen kann, aus Stroh, mit den typischen Sachen der bäuerlichen Fächsung. Lebensmittel, Obst, Gemüse, Brot, Getränk. Ein sehr schönes Alpendorf in den Dolomiten. Typisch erkennbar an dem Zaun. Der Zaun gibt Auskunft beiläufig, woher das stammt. Hier haben wir ein wunderbares altes Schlafzimmerbild. Es ist ein wunderbares aus den ungefähr der Jahrhundertwende. Das, was immer noch heute aktuell ist und ein wirkliches Kunstwerk ist. Und man hat mit denen immerhin schöne und viel Freude. Hier ist ein Bauerngehöft, vermutlich aus den Salzburger Bergen. Sehr gute Arbeit, schön Gemälde, signiert. Hier haben wir ein wunderbares Gemälde. Es ist ein Gobelin, Feinstich. Darstellend eine Winterlandschaft in Holländischen. Man kann nur eines, wenn man das längere Zeit betrachtet, speziell im Sommer erfreut einen das Herz. Man hat mit solchen Bildern wirklich viel Freude. Liebesende. Schwarz ist meine Farbe, denn du bist tausendmal mein Tod. Sehnsucht meine tiefste Narbe, das Requiem mein Morgenrot. Ich komme nicht aus Hass zu dir, nicht aus Liebe, nicht aus Trauer. Ich komme, denn du bist in mir, Sehnsuchtsweite ohne Mauer. Ich werde dich nie erreichen, wie niemand hier den Horizont erreicht. Doch werde ich nie vom Weg abweichen, bis dein Traumbild mir erbleicht. Ich werde irgendwann dann sterben, auf meinem weiten Gang zu dir. Um deine Sehnsucht werde ich werben, ehe ich auf Liebespfad erfriere. Happened
to see. I introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me.